Ja, also der Kessler Kanzler sei jetzt rar auf Besuch. Der will jetzt auf das Grab von Rainer Maria Rilke. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gehen wir mal schauen, wie das so vor sich geht. Ich bin hier auf Rara gekommen und es war ein enges Menschenauflauf. Viele Leute, viele Journalisten und Fotografen. Und das ist der Kohlfahrer jetzt im Unimog mit dem Brief auf die Stahldammbrief auf die Burgkirche zum Grab von Rainer Maria Rilke. Und ich kann eigentlich mehr mit dem Sohn gehen, den Unimog anschauen. Die Fahrzeug war natürlich die Zeit interessant für diesen Sohn. Und der Moment, als ich hier vorbeiläufe, kommt der Herr Kohl hier aus dem Burgerhaus raus. Und läuft von dem da gerade ungewollt direkt in die Arme. Und sofort sind ein Haufen Journalisten um mich und gesagt: Herr Kohl, nehmen Sie das Kind auf den Arm! Herr Kohl, nehmen Sie das Kind auf den Arm! Und der Herr Kohl hat gesagt: Nein, das Kind nehme ich nicht auf den Arm, aber die Mutter kann sich gerne zu mir herstellen. Und so ist das Bild entstanden. Also ich habe mich kurz neben den Herrn Kohl gestellt und der hat einfach das, so ist das Foto entstanden und wir haben gerade ein kurzes Gespräch miteinander. Also wirklich sehr kurz. Nach dem Tod des Kohl sind die Fotos wieder aufgetaucht in jüngsten Medien. Was war das für ein Gefühl? Ja, es war sehr speziell. Also ich habe einfach 20 Minuten gelesen online. Und dann hieß es, Kanzler tot, Kohl ist tot. Und dann habe ich mich und habe wirklich die Bildstrecke angeschaut von 20 Minuten. Die waren 12 Fotos gewesen. Und das 9. Foto war dann einfach wieder das Foto von mir und meinem Sohn. Und ich war schon sehr erstaunt unter der ganzen Prominenz, in dem online aufzutauchen. Nach so vielen Jahren habe ich wirklich gemeint, das Bild gibt es nicht mehr. Aber auch dank den Medien im Internet findet man heute alles wieder, auch nach so vielen Jahren. Hat er da Reaktionen von Leuten hier? Von hier Fisch, also Raro eigentlich nicht, aber auch die Tochter, die in Zürich wohnt, die als erste 20 Minuten gelesen hat, hat mir als erste ja, hat mir geschrieben, ob ich das wirklich will. Man hat sich ja schon verändert. Wie sieht es mit euch aus? Ihr könnt das an jemanden erinnern? Nein, wie gesagt, ich bin da 3-Jähriger knapp und ich kann mich eigentlich da gar nicht ergeben. Ich habe das erste Mal das Bild gesehen, wenn ich das Foto angeschaut habe, was Mama immer gemacht hat. Und dann ist hier die Zeitungsküste, die ich da reingeklebt hatte. Das war eigentlich das erste Mal, als ich das Foto gesehen habe. Und was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn ihr das Foto sieht? Ja, es ist halt schon speziell, dass man so eigentlich prominent eigentlich so auf einem Foto ist. Und man kann sich eigentlich gar nicht daran ergeben. Aber man muss dann einfach immer so in den Medien oder im Internet drin. Das ist schon etwas Spezielles.